Ja, es geht. So, jetzt geht's. Also ich musste noch mal das komplette Spiel neu starten. Ah, ist das eine Scheiße. Na egal. Guten Morgen, liebster Frodo. Guten Morgen, Sam. Reicht Mann, dir bist du fett heute schon wieder. sobald ich Beutels Was ende, ist das denn da? Dorin, Herr Sackheim Beutlin, kauft es anwesend. Du musst den Beutels End nie wieder gehen. Ich würde dir Sackheim Beutlins gern dort rausjäten, wenn du verstehst, was ich meine. Nein, ich muss den Garten noch einmal gehen. Was war das denn gerade? Abschieden, ihn hegen, ehe Loto und Lobelia ihn ruinieren. Dank dir hat Beutels End den schönsten Garten im ganzen Auenland. Und nein, sicher gibt es viele schönere. Vor die Beule in der Hose, das sieht so komisch aus. Mit dir treffen. Ein weiter Weg, nur um etwas zu trinken. Ich frage mich, was sie im Schilde sieht. Verzeihung, aber im grünen Drachen wird wenig Schabernack getrieben. Er wird duldet es nicht. Wir werden ja sehen. Ja! So, jetzt muss ich erstmal den. Na, ich will den Pokédex jetzt abkriegen. Was ein Scheiß! Ey, Stierpogel! Naja, mal sehen, was hier alles rum ist. Also. Ja. Und das Einzige, was sich mit mir auch bewegt, ist mein Mantel. Ui, tschakka, 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 tschakka. Das ist eine sehr offene Welt. Hm. Los, flieg davon. Stirb, Vogel! Stirb, hübscher Vogel! Oh, das ist scheiße. Ich will jemanden töten. Hier, stirb, Sam. Passiert. Hm. Was sind das da? Das sind aus wie Lamas. Das ist so geil mit den Steinen. Hm. So, weiter gucken. Hier, ich habe Angst, dass jetzt wieder Blackscreen kommt, deswegen speichere ich jetzt mal kurz. Speichere neuer Spobbington da. Ach, da kann ich gar nicht rein. Ach so, trotzdem gut zu speichern. Na, 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 na. Pff, keine Ahnung. Nur sein Klo da vermissen, hat schon längst eingeweiht. Da ist, glaube ich, die Kaserne. Da ist das Glinsternest. Pilz. Cool. Bas. Das ist so geil. Hallo Frodo. Leider nicht, muss ich gestehen. Was ist mit Trollen? Auch keine Trolle. Gut. Auch keine Trolle. Trollface. Ich glaube, was schneide ich da rein? Gute Idee. Du bist so irre wie dein Onkel. Weißt du, dich mit diesem alten Zauberer abzugeben und so. Verstehe. Dann haben sie wenigstens interessanten Gesprächsstoff. Guten Tag. In your face. Hier kann ich auch nicht rein, Gott sei Dank, ey. Was ist das hier? Milloch Lochner Beutelhallenweg 4. Okay. Aber die Kamera ist hier so extrem eingeschränkt, ich kann echt nur so. Gut, auf geht's weiter. Ach, für 2002 ist das gar nicht mal schlecht, die Grafik. Grafik? Halfast Hornbläser. Ja. Der Name sagt alles. Schon wieder so ein Scheißvogel. Schön. Solche Bäume will ich auch haben. Könnte ich mir einfach einen Schirm draus basteln. Das ist schon wieder eine kleine Fotze. Ich will mit dir reden. Komm her. Hallo, Herr Beutlin. Hallo, Winto. Was gibt es denn? Frau Sackheim, ich wollte mich mit Ihrem Schirm hauen. Lobelia? Warum? Ich hab Sancho Stolzfuß und Beutel. Das ist ein Kleinkind, hat eine tiefere Stimme als Frodo. Was hast du gemacht? Als sie wieder wegging, warf ich einen Apfel. Hätte sie auch fast getroffen. Warf mir einen. Oh, nur fast Lappen. Und ging nach oben auf. Soll bloß abhauen, sag ich. Du solltest gute Äpfel nicht so vergeuden. Du hast recht, ein Stein wäre besser gewesen. Das meinst du doch nicht ernst, Mint. Entschuldigung, Herr Beutling. Also dann, lebt wohl. Stirb durch Stein! So, ich hab doch schon die Pilze im Hintergrund gesehen. Kling! Oh Mann, ich hatte so. Oh, Alter, ich will irgendwas verkloppen. Ich guck mal das Ding auf den Hintern. Klaps! 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 Ich will deine Wolle haben. Oh. So, mal gucken. Wo geht's denn hier weiter? Der war eigentlich recht schön hier gemacht aus. Nur dass im Hintergrund einfach fast gar nichts ist. Kein einziger. Stimmt. Okay. Warte, ich will wieder eine super geile Pose haben. Yeah! Ich bin beschäftigt. Für mich steht immer so. Wenn du das von Mühlen verstehen würdest, wüsstest du, dass ich einen wichtigen Bolzen suche, der aus dem Mühlrad gefallen sein muss. Oha. Die Mühle deshalb nicht? Ach, lass dir deswegen keine grauen Haare wachsen. Ich hab Labkraut nach Bre geschickt. Ersatz holen. Ich sag's dir, wenn ich ihn finde. Labkraut. Wenn ich ihn nicht finde, dann du schon gar nicht. Aber er sieht wie ein ganz normaler Metallbolzen aus. Guten Tag. Gut, da ist wieder ein schöner Pilz. Dem fehlenden Metallzwurm bringe ich ihn zu Ted. Zu dem Architekten.
Mühle von Hobbiten. Enten. Enten mit Stein abwerfen. Okay, ist auch nichts. Ich schätze mal, das Ding glitzert, deswegen wird das, glaube ich, nicht schwer zu finden sein. Wenn nur glitzernde Gegenstände lassen sich, glaube ich, aufheben. Geht's hier rein? Nein, Gott sei Dank nicht. So, wo geht's hier hin? Ich glaube, ich sollte hier noch nicht hin. Na. Oh, du kannst doch nicht mal so eine scheiß Wand springen, da hast du doch so ein cooles Cape. Coolen Cape. Oder ein Baumhaus. Baumhaus! Da glitzert doch was. Mal sehen, was ist das? Pilz. Okay, nochmal Pilze. Schätze, die Teile werden nachher ganz schön Schweine. Das ist so witzig. Irgendwas hier vielleicht? Nö, Schwein. Und ein alleinstehender Baum. Und Pilz, der in der Luft schwebt. So ein Pilz möchte ich auch mal gerne sehen. Das wäre so geil. Da oben sind noch mehr. Ah ne, da wohne ich ja. Ups. Wer wohnt hier? Friediger Bolger. Schwein. Das ist schon wieder so ein kleines Scheißkind. Stirb. Komm her. Komm, ich will mit dir reden. Jetzt komm her. Geht. Ich hab Anal halten und Löhl verstanden. Ey, ich kann dich wohl fangen, Arnus. LOL. Was ist denn eine Wetterfahne? Ich bin doch echt hohl. Ein Brunnen. Tja, spring mal rein. LOL. Kann ich mich da hochbacken? Okay, nee, schade. Okay. Nein, echt? Yeah, ich bin cool, da ist ein Pilz. Hä? Boah, wie schlecht sah das denn aus? Stirbvogel! So, mal sehen. Fallschaden kann ich auch nicht wirklich kriegen. Glaube ich nicht. Was ist denn bitte eine Wetterfahne? Ich glaube, einfach so eine. Ja, ich schätze mal die erstbeste Fahne, die ich sehe. Da müsste er drin stecken. Ah, wo ist die? Das ist kein. Da oben. Ach so, klar. Ist das sowas? Ich weiß ja gar nicht. Na, komm, rüber da. Ach, du Lappen. Oh, Alter. Noch dummer als Yannick. Ey, was ist das für ein Spaß? Hallo, Hall. Hallo, Hall. Ist sich der Synchronsprecher von dem König von Shrek? Meine Wetterfahne reparieren. Ja, doch, Wetterfahne. Tut mir leid. Warum wohl? Alter Sack. Ich wette, da wollte das kleine Kind einfach nur pädophil von hinten nehmen. Hat's dann aber nicht mehr geschafft. Ja, F, um in den C-Modus zu gehen. Ach so, ja klar. Oh, Ego-Shooter! Ja, stirb, schneller! Werft einen Stein nach Hals, Wetterfahne. Schloll. Yeah, ich bin auf dem Haus. Angriff von oben. Yeah! Mit der Hand! Geil. Ich danke dir dafür. Ich muss etwas als Belohnung hier haben. Gewiss, nimm ihn. Vielen Dank. Was kannst du denn damit anfangen? Dir den Po schieben. Du bist ein wahrer Schatz für das Eigenland. Man hilft, wo man kann. Guten Tag. Aufs Maul. So, also wieder zurück. Kette Metallbolzen. Cool. Auf geht's. Da. Na. Ich bin Frodo Beutling. Ich bin assig. Komm her. Komm, ich nehme mich von hinten. Mit dem Stock. Jetzt komm her, du Lappen. Ich kann nicht anreden, ganz ehrlich. Jetzt komm her. Alter, nicht dein Ernst, ey, oder?
Oh, jetzt. Boah, du bist so ein Assi. Schau an, das Mühlrad dreht sich wieder. Und das dank Frodo Beutlin. Du hast mir heute einen großen Dienst erwiesen, Beutlin. Danke. Guten Tag. Toll. Was weiß er mal? Ich muss Verkaufbeutel ins Lobby. Ich frage mich gerade, wo ich jetzt hin muss. Ich habe doch alle. Ich müsste alle Häuser abgeklappert haben. Stirb! Ah, guck ich mal da rechts weiter. Ich wette, da kommt die sowieso die Aktion. Ja, warte, ich speichere mal kurz. Bevor jetzt noch dieses dämliche Blackscreen kommt. Weil darauf habe ich echt keinen Bock mehr. Damit habe ich mich gerade so lange rumgeschlagen. So, keine Ahnung, 20 Minuten habe ich dafür gebraucht. Mal gucken. Irgendwas sagt mir, jetzt hängt sich's wieder fest. Nee, cool. Auenland Wasserau. Rau. Oder Wasserau? Wasserau? Keine Ahnung. Wir waren Pilz. Cool. Oh, ach so, hier geht's weiter. Ah, schön. Eine riesige Fahne. Das ist ein Mädchen. Nee, eine Frau. Ach, keine Ahnung. Bei Hobbits kann man das kaum unterscheiden. Jetzt komm her. Ich vermisse Frodo. Wahrlich. Du nimmst so eine lange Reise auf dich praktisch zum anderen Ende der Welt. Ich dachte, man sollte das geheim halten. Das ist so weit weg. Ich hoffe, du kommst eines Tages wieder. Ich auch. Leb wohl. Ach so, ja, stimmt. Sie haben ja alle die falsche Geschichte aufgetischt. Ey, ich dachte gerade schon. Das wäre so bescheuert. Kann ich hier rein? Nee, das ist schon schwer. So ein scheiß Vogel, der mich verspottet. Werde ich wohl jemals wieder ein Frühlingsfest und diesen Maibaum sehen? Nö. Gollum würde nämlich den scheiß Ring und den scheiß Finger beißen. Oh mein Gott, ich hab gespoilert. Ja, also, wer sagt das? Toll. Bestimme den Zähne mal rein und das war's. Scheiß Vogel! Das ist bestimmt Squawks, der sich versteckt hat. Der wird uns alle nur töten. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade war. Scheiße. Ich wollte irgendwas Cooles sagen. Oh, eine Glocke. Ich will sie läuten. Vielleicht kann ich's. Oh, kann ich sogar. Ich dulde kein unnützes Läuten. Oha. Wenn Wölfe ins Auenland kommen, jagen die Grenzer sie weg. Genau wie Füchse und dergleichen. Was hat das mit der Glocke zu tun? Ganz sicher ist, ist das alles? Im grünen Drachen wartet ein Bierchen auf mich. Ah, komm, ich will nochmal läuten. Warte. Was geht hier vor? Oh, nochmal das gleiche, grüne Drachen, ja. Ach, ich gehe jetzt schon wieder in die gleiche Richtung. Ich frage mich gerade, wo jetzt sie da ist, oder? Ist sie das? Oh. Das ist aber ein Stein größer. Wo ist der Landbüttel? Oh Gott. Robin Kleinfurch. Weiß nicht. Boah. Nun zu Beutelsbund. Wer jetzt auf damit? Es sind Wölfe im Auenland. Oha, die will ich kloppen. Der Landbüttel für Sicherheit. Ich will sie kloppen. Er weiß noch nichts von den Wölfen. Geh, Frodo, hol den Landbüttel. Leute, ich will kloppen. Wenn er in Wasserau ist, wird er gelaufen kommen. Dann ich will kloppen. Leute, die Wandglocke. Boah, Alter, wie ich gerne voll in ihr Face klatschen würde. Anspruchsvolle Quests hier. Bling! Ich hab die Warnglocke geläutet. Oha, haarige Füße. Halt's Maul! Lobelia lässt wissen, dass Wölfe im Auenland sind. Oha, echte Gangster. Ist das alles? Ich kenne das Gerücht, aber niemand hat diese Wölfe gesehen. Nicht mal Lobelia. Krass. Wenn Wölfe ins Auenland kommen, jagen die Grenzen. 0,1 Sekunden das Bild eingeblendet. Oh! Schön, dass das Auenland sicher ist. Ist das Oha. Alles? Im grünen Drachen wartet ein Bierchen. Ja, komm, wissen's. So, hier. Jetzt nehme ich mein scheiß Haus. Ich will los. Stein gegen Möpse. Ich hab gewonnen. Oha. Ich hab ein Spiel gefunden und dachte, ich trau meinen Augen nicht. Ich habe eine Menge Arbeit. Es geht um Beutelsend. Du wolltest es doch kaufen. Was? Aber ich dachte, du lügst. Ach, listiger Bursche. Ich glaube, wenn ich die Besitzurkunde habe, hast du sie dabei? Ja, ich werde sie gleich in deinen Arsch stecken. Oh, ich kann es kaum glauben. Die Besitzurkunde von Beutelsend. In deinen Arsch. Der Schlüssel vom Beutelsend ist bei Meister Gamchi im Beutelhaltenweg 3. Was? Gamchi? Dieser dreckige Bauer an seinen Sohn. Ach, das könnte sein, dass ich gleich eine Störung bekomme. Ausplündern. Guten Tag, Lobelia. Ja, dir auch einen guten Tag. Mein kleiner Loto wird sich freuen.